Bosch hat seinen ersten richtigen Erfolg gehabt mit Magnetzündapparaten für Automobile. Also es gab damals keine andere wirklich taugliche Zündung. Also es gab andere Systeme, bei denen drohten die Autos abzubrennen. Bei anderen war nach 20 Kilometern der Spaß vorbei, weil die Batterie alle war. Und das war schon wirklich ein wichtiges Produkt. Das hat auch viele Hindernisse aus dem Weg geräumt, die dem Auto im Weg standen, also der Erfolgsgeschichte des Autos. Nur, das ist sehr riskant, wenn Sie als Unternehmer sich nur auf ein einziges Produkt stützen. Und deswegen hat Bosch eben das Programm fortwährend erweitert. Also Beleuchtung, Scheibenwischer, Richtungsanzeiger, was wir heute als Blinker kennen und tausend andere Sachen noch. Mit diesen Erweiterungen vermeidet Robert Bosch bereits früh das Risiko der Abhängigkeit vom Magnetzünder allein. Die nächste Frage, die sich ihm allerdings bald stellt, lautet: Ist die Abhängigkeit von nur einem Industriezweig ebenfalls riskant? Sie ist es, wie das Unternehmen 1925 schmerzhaft erlebt. Bosch hat das zu spüren bekommen. Es brachen nämlich in Europa die Verkaufszahlen der Autoindustrie sehr abrupt um fast 40% ein. Das war für Bosch eine Katastrophe. Und das Resultat war, dass man sich die Frage stellte: Was könnten wir denn sonst noch herstellen? Robert Bosch beauftragt seine Mitstreiter in der Unternehmensleitung, sich auf die Suche zu begeben. Ich könnte zum Beispiel einen Kühlschrank nennen. Den gab es natürlich schon vorher, auch elektrische Kühlschränke. Bloß es gab sie nur für die Gastronomie. Also das, was Bosch im Sinn hatte, war, einen Kühlschrank herzustellen, den sich ein normaler Haushalt leisten kann. Ein anderes Beispiel für Diversifizierung bei Bosch ist das Thema Elektrowerkzeuge. Man hat damals eigentlich nur kleine handliche Elektrowerkzeuge für die Fertigung gesucht und es gab auf dem Markt nichts Verfügbares. Und dankenswerterweise war gerade eine kleine Haarschneidemaschine mitten in der Entwicklung und die hat man dann umgerüstet zu einem Bohr- oder Schraub- oder Schleifwerkzeug. Und der Clou war eben der Motor im Handgriff. Nach Haushaltsgeräten und Elektrowerkzeugen folgen Expansionen in weitere Branchen. 1929 Fernsehtechnik, 1932 Autoradios und gasbetriebene Warmwassergeräte, 1934 Kinoprojektoren, später Verpackungstechnik, Industrietechnik, Telekommunikation, Solartechnik. Selbst in den Fertighausbau steigt Bosch in den 1970er Jahren vorübergehend ein. Einiges davon wird wieder aufgegeben, anderes zu festen Unternehmenssparten. Entscheidend sind stets zwei Dinge. Passt es zu Bosch und ist es auf lange Sicht profitabel? Diversifizierung ist natürlich ein beständiger Prozess und in dem steckt Bosch nach wie vor mittendrin und zwar seit, grob gesagt, 80 Jahren. Aber dahinter steckt auch immer die Idee, wie können wir das gesamte Unternehmen in eine möglichst gute Position bringen und die Beschäftigung im ganzen Unternehmen sichern. Und das bleibt auch zukünftig die große Herausforderung. Denn es ist seit je die hohe Wandlungsfähigkeit des Unternehmens, die Bosch auch nach Tiefschlägen immer wieder zum Erfolg führt.